Hallo Frank. Hallo Desk-Team, beziehungsweise hallo liebe Kunden. Ja, die Desk gibt es ja, seit circa 1992, also genau genommen seit Ende Januar 1992. Und seitdem bin ich bei der Desk. Insofern, ich durfte die damals mal gründen, beziehungsweise dann auch die Folgefirmen dann im Nachgang den gründen. Okay. Ja, was mache ich heute? Also meine Aufgabenstellung heute ist, dass ich mich um Kundenprojekte kümmere, sehr viele Schulungen durchführe, ja, Fragen beantworte und versuche, auch neue Dinge denn zu initiieren, also neue Produkte, die wir anbieten, denn kennenzulernen und Vor- und Nachteile zu eruieren. Alles, was in diese Richtung geht, das ist das, was ich heute primär mache. Ja, die Mitarbeiter sind, also man sagt das ja so ganz pauschal sehr oft, das Kapital einer Firma. Aber das ist nicht nur das Kapital, sondern im Endeffekt sind die Mitarbeiter die Seele der Firma und zeichnen sich dafür zuständig, dass der Firma ein Gesicht zu geben. Und ich glaube, das war es eigentlich auch bei uns denn immer. Seit wir die Firma gegründet haben, haben wir immer versucht, mit den Mitarbeitern gemeinsam etwas nach vorne zu bringen, etwas aufzubauen. Und das haben wir zweifelsohne auch geschafft. Ja, wir haben damals, also es war ein längerer Findungsprozess, wie die Firma heißen sollte, der in 2001 damals stattfand. Und im Endeffekt haben wir uns überlegt, dass wir ja einen Tisch voller Dienstleistungen, voller Services anbieten wollen. Einen Tisch voller, natürlich auch voller Produkte, nichts unabhängig mal davon. Und die Zusammensetzung des Namens Desk ergab sich eigentlich vom Prinzip her aus Dienstleistung, Entwicklung, Software und Kommunikation. Also die vier Begrifflichkeiten spiegeln im Endeffekt das englische Wort Desk wieder und so ist dann damals der Name Desk entstanden. Ja, also so viele Frauen haben wir nicht hier in der Firma. Also jetzt Spaß beiseite. Also wen würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen? Das kommt wahrscheinlich ganz auf meine Laune an dem jeweiligen Tag an. Also je nachdem, was ich an dem Tag gerne erleben möchte. Würde ich gerne etwas Action auf der Straße erleben, würde ich einen Sascha mitnehmen. Würde ich gerne mit dem Boot fahren, würde ich den Steffen mitnehmen. Würde ich gerne irgendwo ein Bier abends in aller Ruhe trinken, dann würde ich wahrscheinlich den Steffen Nassauer mitnehmen. Also insofern gibt es ganz unterschiedliche Stärken natürlich, die jeder hier hat und glaube, die wir alle kennen. Im Speziellen kann man das ganz schwer beantworten. Ja. Ja, also ich möchte mich nochmal bedanken auch für die Möglichkeit, mich jetzt als Mitarbeiter hier und heute denn vorzustellen und wünsche allen, die das Video sehen, ein gutes Jahr und dass wir vielleicht uns im Laufe des Jahres dann zu irgendeinem Event denn auch mal wieder persönlich treffen können. Ja, Ihnen alle ein gesundes 2021.